verschiedenen Formen. In Tucson, Arizona, beobachtet die Biologin Gloria Hoffman im Bienenforschungslabor die Larvenentwicklung beider Unterarten. In diesem Käfig befinden sich afrikanische und europäische Drohnen. Ich sammle Samen von beiden Drohnenarten und befruchte damit künstlich europäische und afrikanische Königinnen, um genetische Mischungen zu erreichen. Um den Samen zu erhalten, muss die Biologin die Paarungsorgane aus dem Hinterleib der Drohne hervordrücken. Dann beginnt die diffizile Feinarbeit. Gloria Hoffman benötigt nur einen winzigen Tropfen für die künstliche Befruchtung. Jede Königin wird mit Sperma sowohl von europäischen als auch von afrikanisierten Drohnen befruchtet. Wenig später beginnt das große Weibchen mit der Eiablage. Innerhalb von 2 Wochen werden die Larven zu Bienenköniginnen herangezüchtet. Einige haben afrikanische, andere europäische Väter. Jede Larve entwickelt sich isoliert in einem Röhrchen. Wir haben herausgefunden, dass die Königinnen von afrikanischen Vätern einen Tag früher als die von europäischen Vätern schlüpfen. Sie haben also eine bessere Chance, die neue Königin des Bienenstaates zu werden. Gleich nach ihrem Schlupf gibt die Königin Pheromone ab, durch die sie von den Arbeiterinnen akzeptiert wird. Ihr Duft beherrscht das gesamte Nest. Zusammen mit einer Gruppe von Arbeiterinnen spürt sie alle anderen Königinnen auf und tötet sie. Da afrikanische Königinnen immer zuerst schlüpfen, bleibt dem europäischen Bienenadel keine Chance auf den Thron. Oktober 1990. Meldungen aus Hidalgo in Texas deuten darauf hin, dass Killerbienen die Grenzen der USA überschritten haben. Seit 1993 werden die gefährlichen Insekten auf einem abgelegenen Gelände in Arizona untersucht. Nur wenige Wissenschaftler wagen sich in die Nähe der stechwütigen Forschungsobjekte, aus gutem Grund, wie der kleine Stoffhund demonstriert. Blitzschnell greifen die Herausgeforderten an. Sie besitzen ein gutes Sehvermögen und können Vibrationen wahrnehmen. Die Attacken reißen nicht ab, solange sich der Störenfried bewegt. Die Bienen greifen bevorzugt dunkle Stellen an, wie Augen, Ohren oder Mund. Jeder helle Punkt stammt von einem Stich, Reste ausgerissener Stechapparate. Ihr gut entwickelter Geruchssinn steigert die Angriffslust der Killerbienen zusätzlich. Grund genug für Justin Schmidt, geeignete Vorkehrungen zu treffen. Er ist Experte für Duftstoffe, die einen Bienenangriff auslösen. Honeybees respond very strongly to odor. So what we're doing here is breath is the main odor. And to show how that works, we can breathe. Honigbienen reagieren stark auf Düfte. Wir können das mit dem Atem demonstrieren. Ich atme durch ein Mundstück, wie es Taucher benutzen, ein und durch einen langen Schlauch, den ich hinter mir herziehe, aus. Ich nehme jetzt den Schlauch in den Mund und gehe dort hinüber. Die Bienen können mich zwar sehen, aber sie können meinen Atem nicht riechen. Hermetisch eingepackt in einen doppellagigen Schutzanzug
nähert sich Justin Schmidt dem Brutkasten der gefährlichen Giftspritzen. Solange der Forscher durch den Schlauch atmet, verhalten sich die Bienen ruhig. Entfernt er ihn, reagieren sie sofort. Sie sprechen auf das Kohlendioxid im Atem an. Wie man sieht, reagieren sie hauptsächlich auf den Atem. Andere Bewegungen erreichen nicht annähernd den gleichen Effekt. Angestachelt durch das Pheromon, das jede Biene bei jedem Stich freisetzt, gehen immer mehr Arbeiterinnen zum Angriff über. Die afrikanisierte Unterart gibt eine höhere Dosis des Dufthormons ab als die anderen Formen. Eine Ursache für die Stechorgien. Bienenstacheln besitzen einen Widerhaken, der sich in der weichen Haut von Wirbeltieren verankert. Fliegt die immer davon, reißt das Werkzeug aus. Bis 10 Minuten nach dem Einstich pumpt die abgetrennte Injektionsnadel Gift in den Körper. Werden mit dem Stachel weitere Organe herausgezogen, muss die Biene sterben. Bienenforscher Steve Tannis versucht, die Killerbienen rund um den Flughafen von Tucson, Arizona, in Schach zu halten. Nach bewährtem Muster bringt er mit Pheromonen behandelte Fangkästen aus. Die Kontrolle erfolgt alle 2 Wochen. Durch das Verschließen des Flugloches setzt Steve Tannis das Volk fest. Da die Killerbienen nur dann gefährlich werden, wenn sie einen Stock mit Honig zu verteidigen haben, zerstört der Spezialist die Staaten, wenn sie noch sehr klein sind. Er tötet die Tiere mit Seifenlauge. Die Methode greift jedoch nur in unbebauten Gebieten. In überfüllten Städten ist es sehr schwierig und riskant, Fangkastenkontrollen in der Art durchzuführen. Auch Wanderimker wie Glenn Wackfield sehen sich inzwischen mit der zweifelhaften Faunenbereicherung Nordamerikas konfrontiert. In jedem Frühjahr fährt der Honigtracker mit seinen Völkern von Arizona bis hinauf zur kanadischen Grenze. Er braucht 2 Monate für die Tour. Unterwegs lässt er die Bienen Nektar auf Pflanzungen und Plantagen sammeln. Es dauert seine Zeit, bis die Stöcke richtig aufgestellt sind. Die Tatsache, dass afrikanisierte Königinnen in die Stöcke ihrer europäischen Verwandten eindringen und die Staaten übernehmen, macht die Wanderimker zu Gefahrguttransporteuren. Als blinde Passagiere könnten sich die Alleskiller innerhalb eines Jahres über das gesamte Land ausbreiten. In Südtexas dürfen daher keine Bienen mehr umhergefahren werden. Im nur 650 Kilometer entfernten Arizona gibt es noch keine Beschränkungen. Zu Beginn des Frühlings überprüft Glenn Wackfield seine Stöcke in der Wüste unweit von Tucson. Ein Weg, die afrikanische Linie zu bekämpfen, ist, einen Bienentyp unserer Wahl einzusetzen. Ich tausche die Königin durch eine neue aus, die aus Nordkalifornien eingeführt wurde. Nachdem ich die Königin gefunden habe, töte ich sie. Dann setze ich die neue Königin ein. Sie befindet sich in diesem Käfig, dessen Eingang mit Zucker verschlossen ist. Die Bienen können ihn durch ein kleines Loch erreichen. Der Käfig wird in den Stock gesetzt. Das ist schon alles. Der Käfig schützt die Königin vor den Arbeiterinnen, die sie sonst töten würden.
Sie brauchen etwa 2 Tage, um sich durch den Zucker zu fressen. Während der Zeit gewöhnen sie sich an den Geruch der neuen Königin und akzeptieren sie. Sobald der Staat die europäische Königin angenommen hat, geht keine Gefahr mehr von ihm aus. Die Furcht vor den Killerbienen ist in den Vereinigten Staaten weit verbreitet. Doch nur wenige Angriffe endeten bisher dramatisch. In Brasilien leben die afrikanisierten Honigbienen seit über 40 Jahren. Die Menschen haben sich an sie gewöhnt. Die Viehzüchter klagen zwar immer noch über Angriffe auf ihre Tiere, doch die Zahl der Todesfälle in der Bevölkerung ist auf 2 bis 3 pro Jahr zurückgegangen. Die brasilianischen Imker arbeiten sogar mit den Killerbienen. In besonders dicker Schutzkleidung verrichten heute allerdings 2 Männer die Tätigkeiten, die früher von einem Mann erledigt wurden. Der hohe Ertrag macht die Zusatzkosten wett. Was die Produktivität betrifft, haben sich die afrikanisierten Bienen bewährt. Früher hat ein Staat rund 20 Kilo Honig im Jahr gebracht. Heute sind es 50 oder 60 Kilo. Die Honigproduktion des größten südamerikanischen Landes hat einen ungeahnten Aufschwung erlebt. Bevor die afrikanischen Bienen in die neue Welt kamen, stand Brasilien an 27. Stelle aller honigerzeugenden Staaten. Heute nimmt es Platz 4 ein. Der Preis für das kleine Wirtschaftswunder war hoch. Mindestens 600 Menschen mussten ihr Leben lassen. In Südkalifornien angelangt, nutzen die zähen Insekten die Blütenpracht des Frühlings. Die nektarreichen Farbwunder helfen den wehrhaften Hautflüglern, einen 150 Kilometer breiten Wüstenstreifen zu überwinden und Los Angeles zu erreichen. Wie die Einwohner von Rio de Janeiro und Mexico City werden die Menschen in Los Angeles lernen müssen, mit den Killerbienen zu leben.